Hey ho, Leute und willkommen zurück zu Ender Games Folge 2 und wie ihr seht, ich habe nur noch 1700 Coins, bedeutet, ich habe mir ein Kit gekauft, genau, und zwar den Bomber. Und der Bomber lässt seine Feinde mit großer Wucht explodieren, ist immun gegen alle Arten von Explosionen und wenn er TNT platziert, dann zündet das einfach nach 2 Sekunden ohne irgendwie ein Feuerzeug oder sowas. Und ja, das bedeutet, wenn wir Gegner töten, dann kommt zum einen diese Explosion und die umfasst einen recht großen Radius und haut ziemlich rein, was eben von Vorteil ist, wenn dann einer abstauben will und hinter einem rumläuft, um einem dann noch zu töten, dann wird er einfach mit in die Luft fliegen und man hat direkt 2 getötet. Aber man kann auch Tiere töten, also zum Beispiel Hühner oder so, die einfach da eben rumstehen. Und die explodieren dann ebenfalls und ja, wenn da jemand in der Nähe steht, ist der auch down. Also kann man so ein bisschen immer, wenn man immer neben Tieren campt, hat man eigentlich eine recht große Chance, alle Leute, die ankommen, zu töten. Und ja, ansonsten startet man eben mit keiner richtigen Ausrüstung am Anfang, das ist so ein bisschen der kleine Nachteil. Aber nun ja, man kann ja in den Küsten ein bisschen was bekommen, also das sollte nicht so das Problem werden. Ansonsten muss man sich im allerletzten Notfall dann eben ein Holzschwert machen. Also falls ihr euch gewundert habt, warum ich mich nicht bewegt habe. Ich habe gerade auf dem Laptop, der hier neben mir steht, zwei Mario Kart Wii Part Dateien. Da waren Schuhe drin? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, okay. Den Start habe ich schon mal richtig verkackt. Und ja, das Erfahrungsdingens war auch richtig gut geworfen. Ich hätte ganz gerne erstmal eine Kiste, weil ohne Kiste habe ich nichts. So sieht's nämlich aus. Jawohl, hier hat's eine. Aber da ist jetzt nichts so Tolles drin, nur ein bisschen Gold. Aber hier hat's noch eine. Bitte Eisen oder Diamanten. Jawohl, Diamanten. Und TNT, das ist als Bomber ja auch ziemlich gut, weil das recht schnell explodiert. Deswegen auch nicht schlecht, dass ich das eingesammelt habe. Weil als normaler Spieler bringt einem TNT in dem Spielmodus hier jetzt wirklich nicht viel. Ach, ich habe ja auch einen Bogen, fällt mir da auf. Ist auch ziemlich cool. Und erstmal ein Gear-Schwert machen. Damit kann man manche Tiere, glaube ich, direkt One-Hit killen. Deswegen ist das ganz sinnvoll. So. 57 Blöcke in die Richtung. Wenn neben dem ein Tier steht, wäre es natürlich richtig gut, aber in der Wüste gibt es eben nicht so viele Tiere, logischerweise. Deswegen muss ich den wohl einfach so töten, oder ich werde es zumindest versuchen. Oh, ja, der ist nämlich auch Bomber, habt ihr es gesehen? Der wollte das Tier explodieren lassen, hatte aber Pech, dass ich auch Bomber bin und mir Explosionen nichts ausmachen. Das wäre jetzt richtig gut. Wo ist denn der Typ? So, ich bin nämlich auch Bomber, tut mir leid, mein Junge. Der hat nämlich gedacht, der andere wäre nur Bomber gewesen und ja, der läuft gegen die Barriere und ist auch tot. Und da kommt direkt der nächste an, der irgendwie auf die Schnauze will. Nein, ey, der hat mich richtig schnell gehittet. WTF, wie hat er mich so schnell gekillt? Naja, dann hänge ich einfach noch eine Runde hinten dran. So, nachdem ich irgendwie 5-mal oder so wieder gekickt wurde, bin ich endlich wieder da. Ja, und oh Gott, das muss man ja zensieren hier links, was da neben mir steht. Auf jeden Fall habe ich es endlich mal wieder in den Raum geschafft. Dann machen wir eben jetzt 3 kurze, knackige Runden. Oder 2 vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich die eine von gerade nehme. Je nachdem, wie lange die hier wird. Und na, das war jetzt nicht so cool. Hier ist ja noch richtig viel drin. Das haben die alles liegen lassen. Naja, ein bisschen Essen schadet auch nicht. Aber ich hätte echt ganz gerne noch einen Eisen mehr gehabt. Ja, zum Beispiel so. Den Bogen hätte ich jetzt natürlich auch mitnehmen sollen. Ja, das war jetzt doof. Aber den hätte jetzt bestimmt schon der andere bekommen. Deswegen habe ich es gar nicht mehr versucht, weil da war ich schon raus aus der Kiste, habe schon rausgetappt und dann... Ach, das war jetzt nicht so cool. Was heißt rausgetappt? Das war nicht rausgetappt, aber egal. So in der Art auf jeden Fall. Eisenschwert. Hey. So. Hat's hier irgendwo Tiere? Ich sehe keine Tiere, das gefällt mir nicht.
Aber ich sehe eine Kiste. War das die von gerade? Nee, war es nicht. Und die Enderperle hätte ich auch ganz gerne. Das kann ich auch mal mitnehmen. Für Notfälle. So, 13 Blöcke nur entfernt. Also hier versammeln sich gerade richtig viele Leute. Aber es hat keine Tiere. Doch, da hinten sehe ich. Da hinten sind welche. Noch 15 Sekunden. Oh, TNT war noch drin. Der dürfte eigentlich schon so gut wie tot sein, genau. Wie weit? 32 Blöcke. So, okay. Die scheinen sich von mir verbissen zu wollen, ne? Okay, hier war nichts mehr drin, aber ich habe ein paar Schuhe bekommen von dem Typen. Die anderen Sachen habe ich jetzt irgendwie nicht eingesammelt, das ist nicht so cool. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. So, erstmal essen. Jawohl, ich habe mal angefackelt. Und? Warum explodiert das TNT nicht? Muss ich es doch anfackeln? Oh, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Boah, dadurch wäre ich fast draufgegangen einfach. Jetzt muss ich erstmal weg. Erstmal weg. Oder ich habe gerade ein Hühnchen gehört. Vielleicht finde ich da ja nochmal eins. Nein, hier ist nämlich Ende der Map gerade. So, hier ist... Verfolgt mich der Typ? Nee, der verfolgt mich gar nicht. Aber jetzt kommt mir einer näher. Oh, der ist direkt... Vielleicht kommt er auch von oben. Nee, okay, er ist doch wieder weg. Da steht er. Das ist jetzt riskant, da hochzugehen. Okay, da sind zwei Leute. Mach ich einen Abstauber? Ja, mach ich. Perfekt. Und dann kann ich mir erstmal hier diese Lederrüstung anziehen. Haltbarkeit, Bann und Rückstoß. Bann und Haltbarkeit bringt mir zwar nichts, aber trotzdem gut. Oh, nein. Oh Gott. Hä, warum brenne ich nicht mehr? Ich verstehe es nicht. 102 Blöcke. Habe ich denn nicht? Ah, ich könnte mir hier eine Brustplatte machen. Das ist ganz gut. Und ansonsten habe ich aber nichts so Tolles bekommen. Also das TNT muss ich anscheinend wirklich anfackeln noch. Das ist jetzt nicht so cool. Ich hätte gedacht, das explodiert dann wirklich direkt. Dann würde ich sagen, begebe ich mich mal auf Gegnersuche. Der eine scheint auch auf mich zuzukommen schon. Ne, der rennt weg. Der hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Jetzt werde ich mich an den Rand pirschen. Und die dann überraschen und töten hoffentlich. Dankeschön. So, das Tierschwert hätte ich gerne. Nein. Den kann ich auch behalten. Aber das hier ist mir wichtiger. So. Hatte der noch irgendwas Cooles? Die Feuerzeuge sammle ich auch lieber mal ein. So. Erstmal gucken. 122 Blöcke. Das ist erstmal ein guter Abstand. Oh fuck. Habe ich jetzt eine Enderperle geworfen? Ich glaube schon. Das war aus Versehen auf jeden Fall. 96 Blöcke kommt er auf mich zu. Ich weiß nicht, ob der geplant... Jetzt 160 Blöcke, okay. Macht natürlich Sinn. Nicht, aber egal. So, 160 Blöcke. Dann habe ich jetzt Zeit. Und kann mir einen... Na, ich glaube, Dia-Helm bringt nicht so viel. Mache ich mir lieber Dia-Schuhe. Und... Hier noch eine Hose. Und einen Helm. Und dann sieht er doch ganz gut aus. Weil dann bin ich... richtig gut ausgerüstet. Hätte ich jetzt nicht das Ding verloren. Verdammt, jetzt habe ich die Hose verloren. Na, muss ich halt mit Goldhose rumrennen. Och Mann, so eine Goldhose ist natürlich nicht so toll. Ich meine, wer will schon Goldhosen haben? Hätte ich eine Hose aus Gold, ne? Da würde ich mich schämen, auf jeden Fall. Moment, ich würde das ganz gerne mal anders ordnen. So. Rennt der weg? Sieht irgendwie so aus. Warum? Also die Runde ist irgendwie...
Ich treffe einfach niemanden an. Wo ist denn der Typ? Da oben ist er. Kommt er auf mich zu? Warte, ich tue so, als würde ich essen. Und dann, wenn er hier ist, töte ich ihn. Genau, so war der Plan. Oh fuck. Das war jetzt böse. Oh, jawohl, ich habe mich hier rausgerettet irgendwie. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Auf dem Baum drauf. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Jawohl, er ist tot. Da ist er. Da unten sehe ich eine Hose liegen. Und da, warte. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh, jetzt bugge ich hier im Baum fest. Weg. Schärfe 1, Diamantschwert, geil. Und die Eisenhose auch bekommen. So, und jetzt sind wir ganz schön Premium am Start. Ich kann mir sogar... Alter, heftig. Ich kann mir sogar... eine Diamantplatte machen. Richtig gut, Mann. Richtig gut. Und dann können wir ein paar Gegner schnetzeln, würde ich sagen. Ich bin noch nicht ganz regeneriert. Deswegen mache ich mal noch ein bisschen langsam. Kommt er auf mich zu? Nein, der kommt nicht auf mich zu. Oder? Nein, tut er nicht. Dann gehe ich eben hin zu ihm. Ich müsste ihn ja eigentlich bald sehen. 21 Blöcke, 18. So, immer schön rumlaufen. Oh, jetzt hat er mich gut erwischt. Jetzt habe ich ihn gut erwischt. Perfekt. Hatte der irgendwas Cooles? Ein paar Diamanten, die ich ganz gerne hätte. Dass die niemand anderes bekommt. Ein bisschen Essen schadet auch nie, wow. So, das würde ich mir nämlich auch ganz gerne ins Inventar legen. Der hat jetzt natürlich die Diamanten bekommen, das ist nicht so cool. Ich weiß gar nicht, wie viele... Noch zwei Spieler verbleibend. Okay, wir sind mit dem die letzten. Ich werf mich einfach mal... Ich werf mich vor allem darüber. Ich porte mich darüber. Oh, ich habe nur noch voll wenig Leben, fällt mir da auf. Dann mache ich doch lieber mal langsamer. Langsamer. Wie? Ich könnte mich natürlich hochstapeln, aber ich habe nicht so viele Blöcke, als dass das was bringen würde. So, ich muss wirklich ein bisschen jetzt erstmal reggen. Der scheint sich aber nicht wirklich zu bewegen. Das ist mir irgendwie so ein bisschen... Das kommt mir mysteriös vor. Da ist ein Hühnchen auf jeden Fall. Das ist cool. Okay. Sind wir hier nicht schon mal irgendwie gewesen? Okay, in die Richtung... Nein! Oh Gott, das war jetzt richtig dumm. Oh Mann. Ich will den eigentlich jetzt nur noch weghauen. Aber der rennt weg. Warum rennt er denn weg? Wir sind die letzten beiden Spieler, verdammt. Jetzt komm endlich her und stell dich. Ma. Also, ich weiß nicht. Entweder ist er noch nicht ausgerüstet und denkt, er könnte jetzt einfach davonrennen. Oder der benutzt seinen Kompass gar nicht und rennt einfach irgendwo random hin. Oh, der steht bei ganz vielen Schafen. Jawohl, Alter, das war richtig nice. Habe ich den einfach mit dem Schaf, neben dem er stand, weggeschneckt. Weggeschneckt vor allem. Good Games dann eben, wenn ich nicht wieder GG schreiben darf. Okay, dann war das jetzt doch nochmal eine ziemlich coole Runde zum Abschluss. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.